Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte 2. Ja, ich habe was rausgefunden nach ein bisschen Rumprobiererei. Wir hatten doch anfangs mit ihm über diese archäologischen Funde gesprochen und wir können auch immer noch mit ihm über diese Funde sprechen. Und es hieß ja, wenn wir was finden, sollen wir ihn drauf ansprechen. So, wir haben ja immer noch unseren schönen silbernen verzierten Pappbecher, ne? Und den können wir vielleicht verstecken. Und zwar hier. Im Geröllhaufen. Das habe ich rausgefunden. Zack. Nun liegt er dort, begraben unter Steinen. Schnief. Ja, und wenn wir ihn jetzt darauf ansprechen, dass wir was Tolles hier gefunden haben, macht er das vielleicht für uns frei. Das war so mein Gedanke. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Kann ich nochmal stören? Ich hab... Und? Sie suchen doch bestimmt auch sowas wie silberne Pokale, oder? Ja, jawohl. Natürlich. Haben Sie was gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten in dem Geröllhaufen. Wo? Wo genau? Führen Sie mich hin. Ja, das war so schön. Machst du noch irgendwas, oder? Ja, tatsächlich. Da unten glitzert etwas. Ich werde schnell meine Ausrüstung aus dem Auto holen, um den ganzen Schutt wegzuräumen. Bin gleich wieder da. Schnell, aha. So, das hätten wir geschafft. Ich kenne mich mit diesem historischen Kram leider nicht aus. Aber ich werde den Pokal mal bei meinem Fachmann vorbeibringen. Und was ist mit mir? Was soll mit Ihnen sein? Bekomme ich keine Belohnung? Doch, klar. Sobald ich es verkauft habe, bekommen Sie, sagen wir, 20%. 50. 30. 40. 35. Okay. Gut, dann warten Sie hier. Ich bin bald wieder da. Früher hatten die Grabräuber wenigstens noch ein bisschen Sachverstand. Andererseits, es gibt so viele Leute, die von ihrem Job keine Ahnung haben. Warum sollten Grabräuber da eine Ausnahme bilden? Zumindest habe ich jetzt freien Zugang auf die Wand, auf die der Laserstrahl gezeigt hat. Ja, dann gucken wir mal, ob da was ist. Also da, mein Mausfall war weg. Ja, jetzt haben wir eine Wand. Graben mit dem Messer? Oder so vorsichtig vielleicht? Oder kann ich einfach hingehen? Pfosten. Ja toll, das habe ich hier... eiserner Ring. Das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Vielleicht mal dran ziehen. Oder drücken. Oder vielleicht drehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Oh. Der Laserstrahl hat genau auf diesen Raum gezeigt. Dementsprechend besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass sich der von Schwester Elise versteckte Schlüssel hier irgendwo befindet. Dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Okay, ein Weinfass. Das Fass ist viel zu schwer. Wie alt das Fass wohl sein mag? Und was noch interessanter sein dürfte, was genau hat es mit dieser Holzplatte auf sich, die fest mit dem Fass verbunden ist? Das ist schon ziemlich spannend wieder, das mag ich. Mehr ist hier auch gar nicht drin. Das ist der einzige Raum hier, ne? Okay, da sind Steinscheiben. Dann gucken wir mal, ne? Drei Steinscheiben und ein paar Knöpfe. Offensichtlich ein Mechanismus. Die Frage ist nur, warum haben die Steinscheiben unterschiedliche Farben? Oder muss ich die Löcher irgendwie in eine bestimmte Position bringen? Vielleicht übereinander? Oder spielen die Zahlen eine Rolle? Und wenn ja, welche? Ja, wahrscheinlich müssen die Löcher übereinander. Und das geht dann ja nur an der einen Stelle, würde ich... Obwohl, nee. Mach das mal so. Die Scheiben lassen sich nicht mit der Hand drehen. Entschuldigung. Ja. Ach, der dreht die mit. Ach du Scheiße. Jetzt vielleicht klappen. Fast. Ach du Scheiße. D
Den können wir zum Schluss immer noch drehen, sehe ich gerade. Also ist es wichtig, dass wir den gelben und den... Moment. So müsste das eigentlich hinhauen. Geschafft. Ja. Dadurch, dass die Löcher jetzt alle übereinander stehen, kann man die dahinterliegende Nische sehen. Ja. Ein Ring. Den haben wir genommen. Die Zahlen sind anscheinend wirklich uninteressant, oder? Was mache ich jetzt mit dem Ring? Ein goldener Siegelring. Den können wir vielleicht der Statue an den Finger stecken oder so. Oder wir geben den einfach mal David. Lauf. An den Finger stecken vielleicht. Moment. Wenn wir das mal... Moment. Wenn wir ihm mal den Ring geben, will er auch nicht. Haben Sie schon was rausgefunden? Ich arbeite. Wie lange braucht? Wenn ich stehe. Schon. Danke. Okay, dann nicht. Dann müssen wir mit dem Ring wohl doch noch was machen. Moment. Ich gehe noch mal rein in den Raum. Jetzt habe ich den Ring. Ist hier noch irgendwas? Außer dem Weinfass ist hier doch nichts, oder? Aber den Ring mit dem Weinfass... Mit dem Weinfass verbindet ist doch irgendwie Quatsch, oder? Geht auch nicht. Ist hier denn noch irgendwas? Ich gucke nochmal eben alles in Ruhe an. Ausgang. Es geht hier definitiv nicht weiter. Ich gehe nochmal dahin. Vielleicht können wir da was reinpacken. Ist hier noch mehr? Knopf! Die Steinscheiben haben ihr Geheimnis bereits preisgegeben. Stundenlang weiter an den Scheiben zu drehen, dürfte daher durchaus als sinnlose Zeitverschwendung bezeichnet werden. Okay, das ist wahrscheinlich zum Resetten gewesen, der Knopf. Aber kann ich da noch was reinpacken? Irgendwie nicht. Kann ich mit dem Ring irgendwas machen? Mit der Skizze? Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Weil ich da den Ring irgendwo reinpacke? Hat auch keinen großen Nährwert, ne? Also irgendwas müssen wir mit Sicherheit mit dem Ring machen. Oder kann ich hier was verbinden? Nee. Mit dem Messer bearbeiten? Okay, wir haben jetzt den Ring gefunden. Was machen wir damit? Und warum ist hier ein Weinfass? Ah, Holzplatte! Auf der Holzplatte befinden sich eingedrückte Knöpfe mit Buchstaben. Und ganz links noch eine einzelne Vertiefung. Vielleicht ein Mechanismus, um an das von Elise beschriebene Versteck zu kommen. Aber warum sind die Knöpfe eingerastet und lassen sich nicht drücken? Fehlt mir da noch irgendwas, um die da wieder rauszukriegen? Ja, wahrscheinlich den Ring da reinpacken. Aber das hier ist praktisch diese Anordnung auf ihrer Skizze. Da müssen wir gleich mal gucken. Der Ring passt perfekt. Und die Knöpfe haben sich jetzt aus ihrer Verankerung gelöst. Bleibt nur die Frage, was ich jetzt mit den ganzen Knöpfen anfangen soll. Ich glaube, Sie verkennen den Ernst der Lage. Wir sind nicht zum Saufen hier. Während Sie sich mit alten Weinen vergnügen, habe ich in der Zwischenzeit die Plakette entziffert. Und? Irgendwelche Hinweise? Ja, aber ob die uns wirklich weiterhelfen? Ich höre. Eigentlich steht da nur, dass es sich bei der Statue um den heiligen Ostrevert von Rouen handelt. Der Erzbischof, dem zu Ehren die Stadt Gatineau gegründet wurde? Genau. Woher wussten Sie? Allgemeinbildung. Sowas weiß man doch. Ich bin beeindruckt. Danke. Mehr stand da nicht? Nein. Hilft uns vermutlich auch nicht weiter, oder? Wer weiß. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Ostrebert. Auf der Plakette stand wirklich nichts weiter außer dem Namen? Nein. Nur, dass die Statue den heiligen Ostrebert von Rouen darstellt. Ostrebert. Nicht sehr ergiebig, oder? Wer weiß, vielleicht nützt uns diese Information doch noch auf die eine oder andere Weise. Aber fragen Sie mich bitte nicht, auf welche. Wahrscheinlich muss ich Ostrebert von... Ich werde es weiter versuchen. Ostrebert von Rouen auf die Holzplatte eintippen. Versuchen wir es mal. Wo fangen wir an? Mit dem A? Mit welchem A fangen wir an? Ich muss mal gucken. Es sind jetzt... Moment.
Es sind ja Verbindungen. Da muss ich anfangen. Oh, da muss ich dahin. Aus. Habe ich ein Problem. Nee, ich kann auch da weitergehen, ne? Trüber. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Ja, ich muss natürlich genau die Verbindung hier durchgehen. Also, aus darf ich. Und dann darf ich zu dem hin. Oder, nee, das passt dann nicht. Zu dem dürfte ich höchstens. Gehen wir mal zurück. Ich muss nochmal neu anfangen. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Okay, also da dürfte ich hin. Aus. Das ist ja schon ein Problem, weil ich jetzt nicht auf den T komme. Hä? Trö. Das habe ich ja schon mal versucht, so, ne? Bär. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Ich habe ja nur zwei A's, das ist das Problem. Also, wenn ich mit dem anfange und dann darüber gehe, kann ich nur noch. Das. Ich gucke mal die Skizze an. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Könnte durchaus sein, dass ich sie für diese seltsamen Knöpfe hier brauche. Ich lege sie mal daneben. Ist übersichtlicher. Ah, danke. Das ist sehr nett. Aber trotzdem. Aus. Und dann komme ich aber. Der schreibt sich doch Aus Trüber. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube schon, dass er sich richtig schreibt. Moment. Ich muss noch mal kurz wissen, wie der sich genau schreibt. Können Sie mir kurz helfen? Klar, warum geht's? Aus Trüber. Auf der Plakette stand wirklich nichts weiter außer dem Namen? Nein, nur dass die Statue den heiligen Aus Trüber von Rouen darstellt. Aus Trüber. Nicht sehr ergiebig, oder? Wer weiß, vielleicht nützt uns diese Information doch noch auf die eine oder andere Weise. Aber fragen Sie mich bitte nicht, auf welche. Okay, Diese merkwürdigen Buchstabenknöpfe an dem Fass geben mir ein echtes Rätsel auf. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Nur Mut. Bislang haben Sie alle noch so schwierigen Aufgaben gemeistert. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie es auch dieses Mal schaffen werden. Okay, dann werde ich es mal weiter versuchen. Ich glaube an Sie. Ganz fest. Eben hast du uns doch beschimpft. Dass wir uns nur mit Alkohol hier zusaufen. Okay, wir versuchen das nochmal. Aus Trüber. Ich darf aber anscheinend nicht doppelt verwenden. Also, Moment, ich muss mal gucken. Wenn ich mit dem A anfange, kann ich nur zu dem U und auch nur zu dem S. Und dann hänge ich nämlich fest. Also, ich muss mit dem A anfangen und dann komme ich hierhin A, U, S. So, dann darf ich aber nur da wieder hin. Das ist mein Problem. Oder ich darf die Verbindung halt nicht gehen. Das kann natürlich auch noch sein. Dass ich immer gucken muss, welche sind nicht miteinander verbunden. Auch eine Möglichkeit. Versuche ich mal. Ost. Tre. Vielleicht. Sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Also in welcher... Ich weiß nicht, inwiefern die Reihenfolge halt ist wichtig ist. Oder ich muss das... Oder das Muster ist scheißegal. Und ich mache das so. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Eher nicht. Okay. Also das Problem ist wirklich... So, so, so. Aus. Und dann... Ich komme nicht auf das T. Ah, ich kann aber so machen. Aus. Das würde gehen. Ja, und dann könnte ich auf das... Es fehlt mir ein R.
Das wäre fast richtig gewesen. Hat sich so angehört, als wäre der Mechanismus zurückgesetzt worden. Das war fast richtig, denke ich. Also nochmal. Wenn ich mit dem anfange. Ja. Aus. So, ich kann nur zu dem T. Dann zu dem R. Es gibt nur das eine E. Ich kann auch zu dem zuerst gehen. Wenn ich zu dem gehe, darf ich ja gar nicht. Welches B habe ich jetzt genommen? Scheiße, das war falsch, ne? Ich habe Buchstaben vergessen. Okay, nochmal. Aus. Jetzt muss ich sie wichtig. Von da aus kann ich nur noch da. So, Bert. Jetzt muss ich noch Bert schreiben, von hier aus. Also eins von den beiden. B, E. Ja, dann habe ich aber kein R mehr. Wenn ich das B nehme, muss ich wieder zurück B und dann. Ein Brief und ein paar löchrige Lederfetzen? Das ist alles? Schauen wir uns den Brief doch erstmal an, bevor wir maßlos enttäuscht sind. Es muss bestimmt etwas Wichtiges drinstehen. Ich traue dem auch nicht. Adressiert ist er an den Kardinal Coubertin in Paris. Geschrieben offensichtlich von einem gewissen Bernard. Nun lesen Sie schon endlich vor. An seine hochwürdigste Eminenz, Kardinal Coubertin. Ich bin sehr erleichtert zu lesen, dass mein verschlüsseltes Schreiben euch in Paris erreicht hat. Ihr werdet meine Vorsicht verstehen, wenn ihr das Schreiben in seiner Gänze dekodiert habt. Denn dieser Bericht in den falschen Händen könnte leicht jene im Glauben erschüttern, deren Herz auch nur dem geringsten Zweifel Heimstatt bietet. Und wie schnell dies unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern und in ein nie gekanntes Tohuwabohu führen könnte, wird euch schon nach wenigen Zeilen bewusst werden. Für dieses Schreiben und die beiliegenden Lochmasken werde ich daher aus Gründen der Sicherheit nicht unseren vertrauten Boten zu euch schicken, sondern meine geliebte Schwester Elise. Ich möchte euch aufs Dringlichste ersuchen, diesen Brief und die Lochmasken in eurem geheimen Archiv auf eurem Anwesen sicher zu verwahren. Ihr wisst, Zandonas Einfluss ist gewaltig und wir werden jeden nur erdenklichen Beweis für seine Frevel benötigen, um ihn vor das Inquisitionsgericht zu bringen. Ihr haltet nun mit diesen Lochmasken den Schlüssel in euren Händen, der euch dazu befähigen wird, die durch eine schicksalhafte Fügung in meinen Besitz gelangten Pläne von Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte zu dekodieren. Wenn ihr die Lochmasken auf die Pergamente legt, die der Bote euch vor 10 Tagen überbracht hat, werdet ihr des ganzen Ausmaßes der Katastrophe gewahr werden. In seinem blinden Handeln ohne Maß hat der Gatineau dem Tode geweiht, einen Untergang der Stadt in den ewigen Flammen der Verdammnis prophezeit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eine ganze Stadt, er will eine ganze Stadt auslöschen, sieht sich als Richter und Henker unseres allmächtigen Herrn. Und das ist nur der Anfang. Mein vorangegangenes Schreiben wird euch die uns bevorstehenden Schrecken offenbaren. All jene schrecklichen Pläne Zandonas und seiner Gemeinschaft Puritas Cordis, die er im Namen Gottes um sich geschart hat, sein frevelnd Wort als jenes unseres allmächtigen Herrn in die Welt hinauszutragen. Ich hoffe, mein Wissen wird euch veranlassen, die geeigneten Maßnahmen in die Wege zu leiten, um das Schlimmste noch abwenden zu können. Ich schreibe euch diese Zeilen in höchster Sorge um mein eigenes Leben, aber auch in der Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Möge der Herr meiner geliebten Schwester die Kraft geben, diese Zeilen rechtzeitig und unbeschadet zu überbringen. Gott schütze uns und stehe uns in diesen schweren Stunden bei. Euer ergebener Diener Bernard. Okay, jetzt mal kurze Pause, damit ich das richtig verstehe. Zandona und Puritas Cordis haben Gatineau abgefackelt? Ja, sieht so aus. Und warum? Ich meine, wo steckt der tiefere Sinn dahinter?
Vermutlich wollte er ein Exempel statuieren. Ein Exempel an all jenen, die seinen Worten nicht ausreichend Beachtung schenken. Also hat er sich irgendwelche Prophezeiungen aus den Fingern gesogen und diese dann in die Tat umgesetzt? Hört sich in der Tat so an. Und Bernard hat zusammen mit Kardinal Coubertin versucht, Zandona und seiner Puritas Cordis-Sekte Einhalt zu gebieten. Ja, scheint so. Doch da Elise nie in Paris angekommen ist und der Kardinal dementsprechend auch die Beweise gegen Zandona nie erhalten hat... Okay, so weit, so schlecht. Aber die Geschichte ist mehr als 350 Jahre her. Was hat das alles mit dem Hier und Jetzt zu tun? Ich gehe davon aus, dass die Sekte Puritas Cordis entweder über all die Jahrhunderte im Geheimen weiter existent war und aus irgendwelchen Gründen jetzt wieder verstärkt in Aktion tritt, oder... Oder? Oder sie wurde erneut gegründet. Wie auch immer. Was hat das mit unserer jetzigen Situation zu tun und der Flutwelle? Nicht zu vergessen der von Elise angedeuteten Apokalypse. Ich vermute, dass man es damals geschafft hat, dem Treiben von Zandona doch ein Ende zu bereiten und die Apokalypse zu verhindern. Vermutlich, sonst würden wir hier wohl nicht stehen. Eben. Und genau daran könnte die heutige Puritas Cordis auch was ändern wollen. Indem sie Zandonas Pläne von damals wieder aufgreifen und versuchen... Und versuchen, sie dieses Mal bis zu Ende zu bringen. Genau. Oh, und dieses Ende? Wie soll das aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage in Paris liegt. Bei diesem Coubertin? Ja. Und Sie meinen, die Pläne von Zandona, die Bruder Bernard nach Paris geschickt hat, existieren vielleicht noch? In genau diesem von Bernard erwähnten geheimen Archiv? Warum nicht? Und zusammen mit den hier gefundenen Lochmasken hätten wir dann vielleicht die Möglichkeit, über die nächsten Schritte von Puritas Cordis informiert zu sein? Und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Worauf warten wir dann noch? Nach Paris? Klar, die Frage ist nur, wo genau sollen wir diese Dokumente suchen? Paris ist groß. Bernard schreibt doch, dass sich das Versteck auf dem Anwesen des Kardinals befinden soll. Und dieses Anwesen zu finden, kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, dann nichts wie los. Oh, wie ich sehe, sind Sie aufgewacht. Wo bin ich hier? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. In Sicherheit? Wie definiert sich diese Sicherheit? Durch die Gitterstäbe? Bin ich sicher vor Ihnen? Ihre Fragen müssen warten. Erst einmal würden wir gerne ein paar Dinge wissen. Mein Mitarbeiter hat ein Foto bei Ihnen gefunden. Und zufällig war er als Barkeeper auf dem gleichen Schiff wie die junge Dame auf diesem Foto. Wer ist sie? Das geht Sie gar nichts an. Ich will hier raus. Aber, ganz ruhig. Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Situation. Schauen Sie, mein Mitarbeiter hat eine Waffe. Sie hingegen haben keine. Und noch ein wichtiger Punkt. Mein Mitarbeiter wird Sie ganz einfach über den Haufen schießen, wenn Sie unsere Nerven zu sehr strapazieren. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Ja, ich denke schon. Gut. Wir wollen Ihnen ja gar nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir wollen Ihnen helfen. Aber dafür erwarten wir auch ein wenig Hilfe von Ihnen. Also, wer ist die Dame auf dem Foto? Meine Ex-Freundin. Name? Nina Kalenko. Aber warum wollen Sie das wissen? Worum geht es eigentlich? Na. Wer stellt hier die Fragen? Gut, Ihre Freundin hat anscheinend ein ähnliches Problem wie Sie. Sie hat noch nicht verstanden, wer hier die Regeln bestimmt. Wir würden gerne wissen, wo genau sie sich derzeit aufhält und was sie als nächstes tun will. Nina? Woher soll ich das wissen? Haben Sie denn immer noch nicht verstanden? Okay, also nochmal. Entweder Sie sagen uns, was wir wissen wollen, oder aber... Oder was? Oder wir müssen ohne Ihre Hilfe auskommen. Aber dann wird es schmerzhaft für Sie und für Ihre Ex-Freundin. Sie sehen, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt ein paar wichtige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Aber ich werde bald zurück sein und es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie sich bis dahin nicht für etwas mehr Kooperation entscheiden würden. Schade für Sie und schade um Frau Kalenko. Das soll das unglaublich geheime Archiv von Kardinal Coubertin sein, das wir suchen? Es muss die richtige Spur sein. Wir werden dieses Archiv finden. Wir dürfen einfach nicht versagen. Hallo? Hören Sie mir zu? Ja, klar. Und?
Hier werden wir ja wohl nicht mehr viel finden, oder? Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Wir müssen hier einfach richtig sein. Sie sehen aber schon, dass hier nur noch ein paar Grundmauern stehen, oder? Ja, aber dieser Ort entspricht haargenau der Beschreibung. Es muss also... Also, was machen wir jetzt? Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht lassen sich irgendwo noch alte Baupläne oder historische Dokumente finden, die uns einen Hinweis geben. Alte Baupläne? Für eine Ruine? Haben Sie eine bessere Idee? Nein, vermutlich nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Eine Alternative gibt es ja wohl nicht. Kommen Sie mit? Danke, aber dann bleibe ich lieber hier und schaue mich noch etwas um. Keine Ahnung wonach, aber bevor ich Ihnen beim Studieren von lateinischen Schriften hilflos über die Schulter schauen muss. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kann zwar beim besten Willen nichts entdecken, was wir hier übersehen haben könnten, aber sicher ist sicher. Wir treffen uns dann hier? Gut, wünschen Sie mir Glück. Wir brauchen es jetzt dringender als jemals zuvor. Mach ich. Ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Danke. Ihnen auch. Vielleicht finden Sie ja tatsächlich was. Bis später. So, dann will ich mir die Ruine nochmal genauer anschauen. Ja. Okay, wir sind jetzt in Paris und haben direkt hier ihren blauen Stein gefunden, den er nicht gesehen hat. Aber das alles werden wir uns im nächsten Part vornehmen. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die Session wieder zu beenden. Und ja, ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession werden wir da wieder einen großen Schritt voranschreiten. Und ich denke mal, dass wir auch vielleicht bald schon mit Max zusammentreffen werden. Weil der Kardinal scheint eventuell auch in Paris zu sein. Ich weiß es nicht, aber es sah so ein bisschen danach aus, fand ich. Okay, ja, viel passiert. Sehr cooles Spiel weiterhin. Ich mag die Story. Und ich hoffe mal, dass ihr dranbleibt und wissen wollt, wie es weitergehen wird. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.